Herzlich willkommen zu einem weiteren Tech Talk bei Hetzner, diesmal vor unserem Rechenzentrum in Falkenstein. Bei mir zu Gast ist heute Joe. Joe ist Streamer und YouTuber, aber vielleicht sagt Joe einfach mal selber was über sich. Ja, servus, schön, dass ich da sein kann. Mein Name ist The Joe Craft. Ich bin in der Minecraft-Szene. Und Minecraft, das ist auch ein Spiel, was sehr viel zusammengespielt wird. Da brauchen wir Server und wir haben schon seit längerer Zeit Server bei Hetzner stehen. Und ich habe tatsächlich super viele Fragen aus meiner Community mitgebracht. Und die wichtigsten Fragen würde ich dir gerne einmal stellen. Und die erste Frage, die so gekommen ist, ist, was ist eigentlich Hetzner? Woher kommt der Name? Was genau ist das für ein Unternehmen? Und vor allem, was unterscheidet euch zu anderen Unternehmen dieser Branche? Hetzner wurde gegründet 1997, eben von Martin Hetzner. Daher kommt auch der Name Hetzner. Und das Ganze in Gunzenhausen im schönen fränkischen Seenland. Unser Anspruch war heute wie damals, Internettechnologie für alle zu bieten und das zur möglichst besten Qualität. Also das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, was es auf dem Markt gibt, ist unser Anspruch. Was uns von den anderen unterscheidet, ist eigentlich im Großen und Ganzen, dass wir alles selber machen. Wir haben eine eigene Produktentwicklung, aber wir bauen auch zum Beispiel unsere Rechenzentren selber. Deswegen sehen sie auch anders aus wie die herkömmlichen Rechenzentren, die man so kennt. Das war total beeindruckend. Ich hatte heute die Gelegenheit gehabt, mal ein bisschen Mäuschen zu spielen, reinzugucken. Man sieht ja auch so ein bisschen, wie ihr mit Herzblut an der Sache dabei seid und vor allem diese Innovation, euer eigenes Konzept, eure eigenen Racks, die ihr konstruiert, schon beeindruckend. Cool. Ja, und genau dadurch schaffen wir auch eben diese wahnsinnige Effizienz, die sich dann auch wieder im Preis widerspiegelt, weil wir das 1:1 an unseren Kunden versuchen weiterzugeben. Cool. Genau, und mittlerweile sind wir als Hetzner einer der größten Rechenzentrenbetreiber in Europa. Der Name Hetzner war auch irgendwie immer mir geläufig. Zu einem hatte Hetzner damals schon für uns einen sehr, sehr guten Ruf. Und Hetzner war schon immer als so der Server-Hoster mit einem sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis konnotiert. Genau diese Erfahrung haben wir auch gemacht. Schnellen Service, super gute Hardware, die auch wirklich durchhält. Und wenn auch mal was ist, wird auch schnell reagiert. Gute Kundenzufriedenheit. Und andererseits hatte ich heute ja die Möglichkeit, selber mal in das Rechenzentrum einzutauchen und mir das anzuschauen. Und da sieht man, dass Hetzner weitaus mehr ist. Hetzner ist ja wirklich eine kleine Familie, eine Community, Menschen, die hier arbeiten. Ein sehr, sehr durchdachtes und intelligentes Rechenzentrum, sehr innovativ. Und hier fühlt man sich einfach, wie es auch bei euch heißt, zu Hause im Internet. Das Witzige ist ja, wir haben einen Gaming-Server bei euch, aber ihr seid ja gar kein expliziter Gaming-Server-Anbieter. Genau, richtig. Wir sind kein expliziter Game-Server-Hoster. Allerdings bieten wir mit unseren Servern alle Möglichkeiten. Mit ein bisschen Know-how kannst du mit unseren Servern eigentlich alles machen. DDoS-Schutz ist ja auch im Gaming-Bereich ein Riesenthema. Und das ist eben auch so ein Punkt, wenn man sich ein bisschen auskennt, kann man auf unseren Servern eigentlich sich bestmöglich selber schützen. Die Grundlage bieten wir, das Know-how muss der Kunde mitbringen. Aber wo wir gerade beim Thema Game-Server sind, wir bieten ja eine Vielzahl an Servern an, aber nicht jeder Server eignet sich ja am Ende auch für einen Game-Server. Um dich da einfach mal zu fragen, welche Server nutzt du denn für deine Sachen? Bei euch explizit das Modell AX102. Und wir haben uns dafür entschieden, weil es vor allem mit dem AMD Ryzen-Prozessor eine sehr, sehr schnelle CPU hat. Minecraft ist ein Java-based Game und damit gleichzeitig auch an einige Probleme gekoppelt, die die Plattform da mit sich bringt. Und wir brauchen vor allem eine sehr, sehr schnelle CPU. Wir brauchen sehr, sehr viel RAM, damit das Ganze funktionieren kann. Wir brauchen keinen Threadripper oder irgendwas in diese Richtung. Wir brauchen einfach einen sehr, sehr hochgetakteten, schnellen Prozessor. Und eben das ist auch eine Sache, die wir sehr, sehr cool finden, dass man eben so sehr variabel bei euch das Ganze wählen kann. Dass man diese Hardware dann zur Verfügung gestellt bekommt. Wir haben mehrere Server laufen, die wir miteinander verbunden haben zu einem Netzwerk und das funktioniert. Und ich glaube, das ist so die goldene Mitte für Minecraft. Was mir besonders bei Hetzner gut gefällt, ist die Tatsache, dass man wirklich schnell sich einen Server hier bestellen kann, dass der auch wirklich schnell eingerichtet ist. Also ich kann quasi auf die Webseite gehen und einen kurzen Moment später ist plötzlich der Server da. Wahnsinn. Was ist das hier für einer? Das ist tatsächlich der AX102, welchen du auch für deine Minecraft-Server nutzt. Wenn ich mir das jetzt aber vom Aufbau angucke, das sind jetzt ja nicht so die Standard-Server, wie man sie in den normalen Rechenzentren findet, oder? Richtig erkannt. Dadurch, dass wir unsere Server alle selber entwickeln, unterscheiden sich unsere Server deutlich direkt auf den ersten Blick von den klassischen 19-Zoll-Servern, die in Rechenzentren standardmäßig genutzt werden. Die offene Bauweise spart zum einen Material und zum anderen erleichtert es natürlich die Arbeiten am Server. Zum Beispiel Wartungsarbeiten oder Supportarbeiten. Und das mit den Supportarbeiten, um es mal kurz aus eigener Perspektive zu erzählen, ist echt cool. Wir hatten tatsächlich mal so eine Sache gehabt, wo wir einen Support für unseren Server brauchten und nicht mal eine Stunde später lief das Ding wieder. Es ist total cool, wenn man überlegt, dass in der Zeit ein Mitarbeiter hergegangen ist, das Ding einmal rausgenommen hat, repariert hat, wieder eingebaut hat. Also ihr seid auch echt für euren Support lobenswert bekannt. Heute hatte ich ja die Gelegenheit, bei euch mir mal die ganzen Rechenzentren mal ein bisschen anzuschauen. Die ganzen Datacenter. Ich hatte eine super spannende Tour hier bekommen. Ich konnte dabei auch ein kleines Video für meinen Kanal mit aufnehmen. Und eine Frage ist mir jetzt noch so hängen geblieben. Und zwar, wie viele Server habt ihr eigentlich so summa summarum?
Boah. Also mittlerweile haben wir, wenn man alle Rechenzentrumstandorte zusammenrechnet, um die 480.000 Server im Betrieb. Mein lieber Scholli, krass. Ja. Ich würde sagen, dann sollte der mal dringend wieder zurück in sein Zuhause gehen. Genau, denn alle unsere Server werden ja entsprechend auch gebraucht. Bereit? 3, 2, 1. So schnell geht's. Man hört hier im Hintergrund die ganze Zeit die Geräte, die hier arbeiten. Große Maschinen, großes Rechenzentrum, verbraucht wahrscheinlich eine ganze Menge. Und da gibt es auch immer wieder die Frage der Nachhaltigkeit. Wie ist das eigentlich so bei euch da? Also Nachhaltigkeit ist natürlich auch für uns ein Riesenthema. Und natürlich ist es für uns so ein großes Thema, dass wir auch von Kunden wahnsinnig viele Fragen dazu bekommen. Alle Fragen dazu kann man natürlich wieder nicht jetzt hier in diesem Rahmen beantworten, aber wir haben dazu auch einiges auf unserer Homepage, da werden auch viele Fragen beantwortet. Aber einmal, um die wichtigsten Punkte genannt zu haben, wir beziehen 100% unseres Stroms durch erneuerbare Energien. Unsere Server im Rechenzentrum sind alle selbst konzipiert und entwickelt, so wie ich es vorhin schon gesagt hatte. Das ist auch stark, ja. Genau, und dadurch sind sie natürlich auch höchst effizient, sodass sie so wenig Strom wie möglich verbrauchen. Und das macht natürlich auf die Menge an Servern einiges aus. Und was auch noch ein großer Punkt ist, ist, dass unsere Server wirklich genutzt werden, bis sie quasi den Geist aufgeben. Also unsere Server haben wirklich eine lange Lebensdauer. Und dafür ist auch eben unsere Serverbörse da, wo unsere Server, die nicht mehr aktuell sind, in den zweiten Lebenszyklus kommen und für die Kunden dann am Ende auch günstiger angeboten werden. Das heißt, wer quasi einen Server sucht, muss nicht unbedingt bei Hetzner sich sofort einen neuen konfigurieren, sondern kann auch erstmal in diese Serverbörse gucken und schauen, ob da etwas schon mit einer Konfiguration da ist, was einen interessiert, und spart sich eine ganze Menge Geld dabei auch noch. Und das sind ja gute Server, die ja generell überholt und irgendwie immer noch in sich gut funktionieren. Genau. In der Serverbörse kann man auch manchmal richtige Schätze finden. Ja. Also wenn Kunden irgendwelche ungewöhnlichen Spezifikationen in den Server eingebaut haben und den dann nicht mehr brauchen, wandern sie normalerweise, solange sie noch leistungsfähig sind, auch eben in die Serverbörse und können dann für einen super günstigen Preis erworben werden. Stark. Also ein sehr cooles Konzept, und ich glaube, das kann man so als Tipp auch an die Zuschauer dazugeben, einmal da vorbeizuschauen. Ich glaube, dass viele bei mir in der Community einfach das Problem haben, dass sie sagen, ich habe echt gar keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Minecraft-Server haben möchte, dann muss ich ja erstmal irgendwie einen Server mit Betriebssystem einrichten, dann muss ich das und das machen, da könnte ich auch diese Fehler machen und Co. Habt ihr denn irgendwas, was ihr den Zuschauern und den Leuten da zur Verfügung stellt? Genau, also solche Fälle sind uns natürlich bewusst. Also um den Kunden trotzdem etwas an die Hand zu geben, bieten wir natürlich Kunden auch an, die sich ein bisschen reinfuchsen möchten oder sich eben ein bisschen da reinarbeiten möchten, um das auch selber hinkriegen zu können, in unserer Community Tutorials an, wie man sich selber so einen Game-Server bei uns einrichten kann. Verstehe. Mhm. Es gab noch viele, viele weitere Fragen. Zum Beispiel auch die Frage, was passiert eigentlich, wenn hier der Strom ausfällt, oder wie funktioniert das eigentlich mit Kühlung und Wärme in solchen Rechenzentren? Ich hatte die große Ehre, ja heute hier bei euch zu sein, mir das ein bisschen anzugucken. Deshalb kleiner Spoiler, wird es da nochmal ein Video auch geben, wo diese Fragen wahrscheinlich beantwortet werden. Ja, Joe, danke, dass du da warst und so viele Fragen von deiner Community mitgebracht hast. Leider konnten wir jetzt ja nicht alle Fragen beantworten, das hätte den Rahmen gesprengt. Aber ich denke, viele der Fragen deiner Community und allgemeine Fragen werden auch auf unseren Social-Media-Kanälen beantwortet. Deswegen schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Genau. Danke, dass du da warst, und ich hoffe, du hattest einen interessanten Tag und viel Spaß.